Bitte, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin des Landtages von Sachsen-Anhalt, Sie höchstpersönlich haben uns heute hier einen Antrag vorgelegt, mit dem wir als Volksvertreter dieses Hohen Hauses beschließen sollen, den Wahltermin für die kommende Landtagswahl auf den 6. Juni 2021 festzusetzen. Das alles sollte still und leise, ohne Debatte, durchgewunken werden. Sie wollen also damit diese Koalition aus den Wahlverlierern der letzten Landtagswahl künstlich noch länger am Leben halten. So ist es zumindest meine Lesart. Und das überrascht uns von der AfD aus drei verschiedenen Gründen. Ich will da kurz was zu sagen. Erstens, es sind ausgerechnet Abgeordnete ihrer Partei, der CDU, die ständig auf den Landtagsfloren oder sogar in sogenannten Denkschriften immer wieder die Koalition mit der SPD und den Grünen kritisieren. Wir fragen uns also, warum sie nun vorschlagen, diese Chaos-Koalition, wie es auch in den Medien schon hieß, um 3 Monate zu verlängern. Warum eigentlich, wenn Sie die doch so kritisieren? Und der Vorschlag wurde von der CDU im Ältestenrat unterstützt. Und damit stellt sich die Frage für uns, wie ernst ist Ihre Kritik an den Grünen eigentlich gemeint, meine Damen und Herren von der CDU? Ich stelle diese Frage übrigens auch für viele Menschen da draußen, denn Sie erwecken den Anschein da draußen, dass Sie mit den Grünen nicht koalieren wollen. Und jetzt wollen Sie die Koalition 3 Monate verlängern. Versteht kein Mensch, nimmt Ihnen auch keiner mehr ab, meine Damen und Herren. Für mich ist das Täuschung der Wähler. Ich komme zum zweiten Grund, warum wir überrascht sind über diesen Antrag. In der Landtagssitzung im September, es war nicht die letzte, sondern die vorletzte, wurde ich, als ich den 6. Juni schon damals kritisiert habe, mehrfach gemaßregelt und darauf verwiesen, dass ein Termin ihrerseits, also von der Präsidentin, noch gar nicht genannt worden sei. Der 6. Juni stehe also nicht zur Debatte, war damals die Botschaft vor 8 Wochen. Nun muss ich feststellen, das Dokument, was wir heute hier vor uns liegen haben, trägt die Überschrift Präsidentin des Landtages und das Datum 6. Juni 2021. Es waren also keine Fake News, die ich hier verbreitet habe oder Verschwörungstheorien, sondern es waren Fakten. Und aus dem Grund stellt sich mir die Frage, wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass ein solcher Antrag vorliegt? Ich will nur sagen, wir lehnen diesen Antrag ab und ich stelle nochmals fest, dass das keine Fake News waren, die ich hier gesagt habe vor 8 Wochen. Jetzt komme ich noch auf den letzten Grund und das ist auch ein Grund, warum wir uns sehr wundern. Und das ist der finanzielle Aspekt. Hier wurde ja gerade schon darüber diskutiert, ich will nicht ins Detail gehen. Aber der nächste Landtag ist regulär um 4 Abgeordnete kleiner. Das wurde mal beschlossen in der alten Legislatur. Ihr rausgezögerter Termin sorgt dafür, dass die Verkleinerung verschoben wird. Das ist Fakt, das können Sie auch nachschauen. Ausgehend von einer Diät von dann über 7.000 Euro plus Pauschale plus Zuzahlung, Krankenkassen und Pflegeversicherung, Mitarbeitergeld für jeden Abgeordneten und Fraktionszuschüsse kostet ein Abgeordneter ca. 15.000 Euro im Monat und das für 4 Abgeordnete in 3 Monaten, das sind schon allein 180.000 Euro, die Sie dem Steuerzahler unnötigerweise aus der Tasche ziehen oder die er aufbringen muss, ums freundlicher zu formulieren. Mal davon abgesehen, dass verschiedene Abgeordnete höhere Ansprüche an Übergangsgeld und Pensionsansprüche erwerben, wurde ja gerade schon gesagt. Herr Abgeordneter Reu, Ihre Redezeit ist zu Ende. Den letzten Satz bitte. Vielen Dank, darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Aber meine Damen und Herren, ich will nur eins sagen. Diesen Griff in die Tasche des Bürgers lehnen wir ab und wir beantragen namentliche Abstimmung und sagen Nein dazu. Dankeschön. Es gibt eine Wortmeldung. Möchten Sie die beantworten? Herr Dr. Gruber. Ja, bitte. Und dann Herr Steppun. Ja? Herr Dr. Gruber, Sie haben das. Herr Reu, Sie haben ja jetzt ein bemerkenswertes Talent bewiesen, in die Zukunft zu schauen. Würden Sie mir zustimmen, dass für den Fall, dass selbst bei einer nominalen Verkleinerung des Landtages bei einer Praxis bzw. einem Phänomen, was wir sonst in fast jeder Wahlperiode hatten, nämlich der Übergangs- und Ausgleichsmandate, der nächste Landtag trotz der nominalen Verkleinerung wieder sehr viel größer sein könnte als dieser Landtag und dass wir dann dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin natürlich sehr viel Geld erspart hätten? Herr Reu, bitte. Ich stimme Ihnen zu, das ist die Regelung, dass es Übergangsmandate gibt. Aber es geht ja hier um die reguläre Größe, die wir als Gesetzgeber festlegen. Und Überhang- und Ausgleichsmandate von mir aus, also dass der Landtag sich vergrößert. Der aktuelle Landtag hat diese, also da ist das nicht eingetreten, wir sind 87, so wie es im Gesetz steht. Und der nächste soll eben um 4 verkleinert werden auf 83. So, und das verzögert sich um 3 Monate, selbstverständlich. Und das hat was mit finanziellen Mitteln zu tun. Die anderen Aspekte haben damit gar nichts zu tun, was wir ins Gesetz schreiben, Herr Dr. Gruber. Also ich gebe Ihnen recht, aber es hat mit der Debatte hier nichts zu tun. Nö, hat es nicht. Herr Abgeordneter Steppun, Sie haben jetzt das Wort. Bitte.
Zunächst will ich Sie noch mal fragen, ob Sie zur Kenntnis nehmen, dass sowohl die Verkleinerung des Landtages als auch die Verschiebung des Wahltermins bereits, also wie der Kollege Borgwardt erwähnt hat, mit der Parlamentsreform 2014 beschlossen und auf den Weg gebracht worden ist. Ob Sie das zur Kenntnis nehmen, ob Sie davon wissen. Der Wahltermin, der kann damals ja gar nicht beschlossen worden sein, denn sonst hätten wir jetzt den Antrag nicht hier. Die Verschiebung des Wahltermins vom Frühjahr in den Frühsommer. Dass Sie in die Mitte des Jahres gehen wollen, ja, natürlich. Aber Herr Reu, er war, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Bitte erstmal ausreden lassen, dann können Sie antworten. So ja, aber Antrag oder Wortmelder ist jetzt Herr. Also ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass Herr Reu die Beschlusslage von 2014 zur Parlamentsreform nicht kennt. Ich habe eine zweite Frage, Herr Reu. Herr Reu, wir richten ja hier fast monatlich einen neuen Untersuchungsausschuss ein. Wissen Sie, was ein Untersuchungsausschuss im Jahr diesem Parlament und dem Steuerzahler hier im Land kostet? Herr Abgeordneter Reu. Danke. Also die erste Frage, wurde ich ja unterbrochen. Ich kenne selbstverständlich nicht jedes Dokument von Legislaturperioden, wo ich nicht hier war. Das ist vollkommen klar. Aber Sie haben einen Korridor in der Geschäftsordnung, lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie haben einen Korridor in der Geschäftsordnung, auf den bezieht sich die Präsidentin des Landtages. Und auf diese Grundlagen haben wir heute einen Antrag vorliegen. Und heute könnten wir, und heute beschließen wir erst den Wahltermin. Also was irgendwann 2014 gesagt wurde, weiß ich natürlich alles nicht. Und was dort irgendwo in der Kommission beschlossen wurde von mir aus, weiß ich auch nicht. Fakt ist, heute wollen wir darüber abstimmen und wir sagen nein. Und Sie können ja machen, was Sie wollen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, Sie können das ablesen, wie viele Beraterkosten Sie haben für einen Berater eines Untersuchungsausschusses. Aber jetzt verwechseln Sie ja, aber Sie, das sind 2.500 Euro für einen Untersuchungsausschuss, bis zu, pro Fraktion. Dann können Sie sich das alles ausrechnen. Ich will aber auf was anderes hinaus. Sie verwechseln ja Ihre Ursache und Wirkung. Was ist denn der Grund, warum es so viele Untersuchungsausschüsse gibt? Im Übrigen hat die AfD auch nicht alle Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Ich will mal darauf verweisen, ein Grund sind SPD-Minister, wie zum Beispiel die Frau Kolb-Jansen, die Beraterverträge vergeben haben und die dort untersucht wurden. Die SPD ist also die Ursache für die Untersuchungsausschüsse unter anderem. Also da sollten Sie noch mal nachgucken, worum es da geht. Herr Kollege Reu, ich habe Sie was gefragt. Ich möchte Sie aufklären. Herr Stellung, kleinen Moment. Ich denke, wir sollten hier aber trotzdem auch bei dem Thema bleiben und nicht noch ganz andere Themen mit hineinbeziehen. Deswegen würde ich gerne jetzt mich wirklich auf dieses Thema von heute auch wieder zurückbesinnen. Präsidentin, ich würde gerne noch einen Satz sagen und dem Kollegen Reu aufklären. Kleinen Moment, Herr Stephan, ich kann hier nichts verstehen. Und ich sage es noch mal an dieser Stelle, wenn Sie unbedingt eine Pause brauchen, dann melden Sie das und dann machen wir hier eine Pause und wir treffen uns in einer Viertelstunde wieder. Das können wir gern machen, aber ich bitte Sie einfach an dieser Stelle noch mal, doch auch ruhiger zu werden. Wir können hier vorne nichts mehr verstehen. Bitte, Herr Stephan, den einen Satz noch und dann kann Herr Reu noch mal kurz. Also nach unseren Berechnungen der SPD-Fraktion kostet ein Untersuchungsausschuss im Jahr dem Steuerzahler 250.000 Euro. Dankeschön. Ja. Herr Reu, Sie können trotzdem darauf kurz bitte aber antworten. Ja, das ist doch schön, dass Sie sich jetzt das Zeugnis ausstellen. Also wenn Sie sich anschauen, ich habe ja gerade gesagt, ein Beispiel, der jetzt in dieser aktuellen Legislatur eingesetzt wurde, ist der Untersuchungsausschuss zu den Beraterverträgen. Und da ist ja maßgeblich die Ursache für diesen Untersuchungsausschuss SPD-Handeln in der vergangenen Legislatur oder in den vergangenen Perioden. Das heißt also, Sie sind die Ursache für die hohen Steueraufkommen, die wir dafür aufwenden müssen, um das aufzudecken, was hier gelaufen ist in diesem Landtag. Also das ist nun mal so. Also, wir kosten alle Geld hier als gewählte Volksvertreter, das ist so, ja.